Kirche ist zu. Ja, Rudi, hast du das denn nicht gehört? Der Kindergottesdienst muss ausfallen. Was? Rabea, komm mal hoch, mein Schatz. Es tut mir leid, aber der Kindergottesdienst muss ausfallen. Ach, schade. Oh, und jetzt, Kiki? Ja, du, jetzt ist halt das Corona wieder schlimmer geworden und die Leute müssen zu Hause bleiben, damit keiner krank wird. Aber wir sind ja jetzt da und wir können doch mal in die Kirche reingehen. Oh, ich hole einen Schlüssel. Wartet kurz. Oh, die ist aber fest zugeschlossen. Ja, das ist ja auch eine krass schwere Tür. Oh. Wow, dann lasst uns mal losfliegen. Ui. Schaut mal. Da ist ja eine richtige Spielecke. Rabea. Schau mal. Wow. Und alles ist ganz weiß und neu. Und neue Stühle gibt es. Toll. Und eine neue Orgel. Die ist zwar klein, aber ich glaube, die kann richtig laute, schöne Musik machen. Und schaut mal, der Altar ist noch da. Und wow, der ist jetzt ja richtig golden, ein goldener Streifen. Und da die Kanzel. Oi. Oh. Und die schönen, hellen, leuchtenden, bunten Fenster. Die Taube und der Regenbogen. Und da ist ja die Arche Noah. Ei, freue ich mich, wenn ihr alle da seid und wir uns das nochmal zusammen anschauen können. So, liebe Kinder, jetzt haben wir uns ja die Kirche angeschaut. Ich hoffe, sie gefällt euch so gut wie uns. Schade, dass wir uns am Sonntag gar nicht treffen können. Ja, Rudi, du, das ist wirklich so schade. Aber wir haben was vorbereitet und bald ist ja das St. Martinsfest und diese Geschichte, die wollen wir den Kindern zeigen. Ich freue mich schon auf die St. Martinsgeschichte. Bald ist St. Martin. Wenn ihr Kinder eure Laternen bastelt und das Martinslied übt, singen viele vor Begeisterung. St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Aber wie geht das Lied dann weiter? Und wie war das mit St. Martin überhaupt? St. Martin, St. Martin, St. Martin ritt durch Schnee und Wind. Sein Ross, das trug ihn fort geschwind. St. Martin ritt mit leichtem Mut, sein Mantel deckt ihn warm und gut. Im Schnee da saß ein armer Mann, hat Kleider nicht, hat Lumpen an. O, helft mir doch in meiner Not, sonst ist der bittere Frost mein Tod. St. Martin, St. Martin, St. Martin zieht die Zügel an, das Ross steht still beim armen Mann.
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt den warmen Mantel unverweilt. Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin gibt den halben still, der Bettler rasch ihm danken will. Sankt Martin aber ritt in Eil hinweg mit seinem Mantel teil. So, liebe Kinder, wir hoffen, es hat euch so gut gefallen wie uns. Und wir freuen uns schon ganz arg, wenn ihr das nächste Mal mit uns wieder hier seid. Und am Sonntag, wenn ihr mit euren Eltern einen Spaziergang machen möchtet, dann geht an der Kirche vorbei und am Gemeindehaus steht eine große Kiste und da darf sich jede Familie was mitnehmen. Da ist ein Brief drin und noch eine Überraschung und da darf jeder für die Kinder was mitnehmen. Bis bald! Tschüss!